So, auf in die nächste Runde PUBG. Willkommen zurück. Schön, dass ihr da seid. Willkommen an die Neuen. Wir gehen direkt ins Spiel. Im letzten Video gab es ja direkt den schicken Dinner nach unserer längeren Pause. Deswegen gehen wir jetzt in Runde Nummer 3. Diesmal auch mit Sound. Beim letzten Video gab es ein Soundproblem, lag an OBS, dass da die Lautsprecher aufgenommen wurden, aber nicht das Headset. Das konnte ich jetzt korrigieren, somit haben wir in diesem Video Sound und es ist nicht ganz so eintönig, dass ihr nur meine Stimme hören müsst. Somit gehen wir rein und ihr werdet hören, dass ihr was hört. Da, zack, ist das nicht genial. Lass mich bitte die alte Map spielen. Auf geht's. Er möchte nicht. Ja, das erste Laden, gerade das Spiel gestartet, das erste Spiel ist immer sehr langsam im Laden. Jetzt. Sehr schön, alte Map. Somit nicht ganz so unbekannt für uns. Aber die ohne neue Map auch langsam kennenlernen sollten. Ich hoffe, das mit dem Ton passt. Ist in Ordnung für euch. Kurz ein paar Aufwärmübungen. Total kalt in die erste Runde rein hier. Zack. Ja, hier müssen wir mal kurz mal runterhaufen. Nein, stopp. Sehr ärgerlich für dich. Das ist wirklich sehr ärgerlich. Warum macht er denn nicht den Schlag von oben? Na gut, schauen wir mal, was geht. Wir werden 100 Mann? Oh, 99 Mann. Schade, wäre mal voll gewesen. Wir werden natürlich nicht in die Zone springen, wo voll Chaos ist. Oder werden wir in die Zone springen, wo voll Chaos ist? Nein, ich bin einfach noch nicht gut genug dafür, glaube ich. Ja, wir fliegen schon wieder Richtung Schule. Eigentlich wäre es optimal, ne? Hier abzuspringen. Oder werden die meisten sein? Oder wir gehen hier und hoffen, dass wir vielleicht ein paar Low-Kills schaffen. Oder wir machen chilliges Game von ganz hinten. Ich werde mal Schule probieren. Sollte es in die Hose gehen, werde ich euch alle disliken. Nein, sollte es in die Hose gehen, werden wir gleich noch einen starten. Wir gehen mal voll in den Krieg. Weil Schule ist einfach Krieg. Massen. Und viele immerhin. Wir versuchen es mal. So, wann kriegen wir den Punkt? Jetzt kriegen wir langsam den Punkt. Und runter da. War schon wieder fast zu spät, wa? Ah, ist noch okay. Sollte passen. Oder ist er da schon ziemlich weit unten? Warum ist er schon so weit? Ich würde gerne auf die erhöhte Fläche. Da kommt... Oh, da kommt gar nicht so viel. Aber da kommen ein paar... Oh, er hat natürlich die erhöhte Fläche zuerst. Das heißt, er hat den Vorteil. Deswegen werden wir uns gleich nach da orientieren. Hat den Helm hier. Und Waffe. Und hier gibt es nichts. Das ist natürlich ganz schlecht für uns. Super schlecht. Wir gehen die Richtung und dann gleich jetzt hier nach rechts. Oh, hier ist schon mal eine Schrot. Komm, lad. Warum nimmt er die Schrotmunition nicht? Warum nimmt die Schrotmunition nicht? Das ist super. Dann nehmen wir eben die hier mit. Schade, kein Medipack. Das wäre unsere Rettung jetzt hier gewesen. Das war natürlich übelst abstauben von uns. Hier war gerade ein Step, aber ich glaube, der war über uns. Oder auch da. Wie gehen wir hier weiter vor? Wir könnten uns mal ein bisschen heilen, ne? Haben aber leider noch nichts, mit dem wir uns heilen könnten. Ich muss erstmal die Tasten wieder reinkriegen. Schleichen war STRG, okay. Hatte vielleicht der zweite noch was? Ein Zweifachvisier, rot. Kaliber nehmen wir mit. Der hat ja nichts gehabt. Patronengurt nehmen wir natürlich mal mit. Das ist ein Zweierhelm, sehr schön. Schrot behalten wir natürlich erstmal noch im Anschlag. Die nehmen wir mit.
kurz einen Verband nehmen. Und gleich wieder switchen erstmal auf Waffe. Ach Mensch, ich bin da echt raus. Also die Tasten, die Kurzwahltasten, die habe ich nicht drauf. Wundert euch nicht. Mal kurz ein bisschen warten, ne? Kriegt man was meist aufgefüllt. Wir gehen nochmal dahin, weil da gibt es, glaube ich, noch was Feines. Schönen Rucksack gibt es hier noch. Und wichtige Munition. Er wird von oben kommen, glaube ich. Er ist auf dem Dach gewesen, ne? Er war auf jeden Fall Steps oben. Er ist jetzt runtergesprungen. Ich mich so verhört. Einmal noch heilen. Dann sieht das ja schon mal ganz gut aus. Gibt es viel zu sehen? Ja, ich weiß. Ich muss mir ja erstmal einen Überblick verschaffen. Was ist noch hier? Sieht aus, als wäre hier schon gelootet worden unter uns. Das war ein bisschen weit. Hier war, glaube ich, auch schon jemand. Das nehmen wir noch mit. Die Weste nehmen wir mit. Das war, glaube ich, nebenan, war im Schwimmbad. Hier war auch schon gelootet, okay. Ich möchte sagen, dass... Ist das Strom oder sind das Steps? Bin ich sicher. Ich glaube, das ist Strom. So, haben wir jetzt hier noch einen oder nicht? Gerne mit. Noch besser ist das jetzt in diesem Moment. Aber ich glaube, hier ist großartig keiner. Was sagt denn der Kreis? Voll drin. Aber in der Schule sollte man eigentlich nicht campen. Weil sie da dann ja von allen Richtungen kommen und man hier nicht so viel Schutz hat. Ich möchte sagen, hier war noch einer. Ich habe doch einen gehört hier. Oder die sind weitergelaufen. Kann natürlich auch sein. Das ist wirklich der Strom. Ich würde hier gern raus. Hallo? Geht nicht. Okay, kann sich da nicht ducken. Oh, ich habe die Tasten echt nicht mehr drauf, Lungs. Ich muss da echt wieder reinkommen erstmal. War hier schon einer drin? Jetzt sieht man ja hier unten relativ zeitig. Ist hier schon gelootet. Es sieht so aus, als wäre hier schon jemand gewesen. Aber wir gucken trotzdem mal. Manchmal ist unten nichts. Hier wird doch keiner dauerhaft drin campen, oder? Hier ist leer, wie es aussieht. Ja, hier war schon einer. Schade. So, welchen Step geben wir jetzt am besten? Kurz orientieren. Wo wollen wir hin? Da werden sie hingerannt sein. Ich würde sagen, wir gehen ein bisschen in die Richtung. Was natürlich blöd ist, ohne Snipergewehr, ne? Extrem blöd ohne Snipergewehr. Weil wir hier auf offenes Feld rennen werden. Oder wir gehen darüber, das wäre vielleicht der sichere Weg. Hier rüber, da ist auch noch eine kleine Stadt. Welche Stadt kommt da? Rezock. Rotzock, Rotzock. Ist das Rotzock? FC Hansa. Oh.
Bin kein Hansa-Fan, nein. Auch kein Hansa-Hater. Gehen wir einfach mal darüber, würde ich sagen. Das ist, glaube ich, die sicherste Entscheidung gerade. Als über das ganze Feld zu laufen. So, zack rüber mit dir. Leckt das ein bisschen im Stream, kann das sein? Soll ich mal versuchen, noch ein bisschen runterzudrehen? Moment, ich kann es schnell mal versuchen. So. Kleinen Moment. Bitte lass mich nicht sterben da. Ups, wo war ich jetzt? So. Läuft jetzt ein bisschen flüssiger, mal gucken. Ich glaube schon, oder? Oder genauso. Ich hoffe, es ist okay. So, was sehen wir denn? Sehen wir denn irgendwo hier einen rumtanzen? Türen sehen zu aus. Ne, da hinten ist offen auf jeden Fall. Ganz hinten kämpfen. Ich sehe den auf dem Dach. Aber ich glaube, das bringt gar nichts hier. Hier schießt noch einer. Wir brauchen auf jeden Fall hier Fernwaffen. Sonst bringt das gar nichts. Vielleicht können wir uns den da holen. Der war ja da, glaube ich, irgendwo auf dem Dach, ne? Also auf jeden Fall kam der Schuss von da. Ich glaube, von aus dem Haus. Der hat hier alles gelootet. Der Schuss kam von da. Ja. Da schießt schon der nächste, oder? Also der hatte nicht so eine guten Karten gerade. Der hatte eine schlechte Ausgangsposition gegen mich. Wobei wir es mit den Waffenschwerten, ne? Sind halt nicht so optimal jetzt gerade für diesen Kampf. War hier nicht gerade noch einer? Ich dachte, es hätten zwei geschossen auf mich hier. Ja, da. Komm schon. Wir müssen uns kurz den Vorteil verschaffen. Nein. Ja, war gut gedacht, ne? Schlecht gemacht. Wo wir mit der Schroter vielleicht im Vorteil gewesen wären. Na gut, es kann nur besser werden. Obwohl der Anfang ja nicht so schlecht wäre. War. Ich würde sagen, wir gehen gleich direkt nochmal rein. Es kann nur noch besser werden. Da geht er rein. Das war unsere Aufwärmrunde. Ja, war schwierig zu machen. In der Ausgangsposition vorher wäre ich im Nachteil gewesen, bin ich der Meinung. Mit einer MP und einer Schrot, wo er noch hinter der Wand war. Ich dachte, wenn dann im Nahkampf Richtung Haus. Aber da war ich vielleicht am Ende nicht clever genug. Hätte ich drinnen bleiben müssen im Haus? Nee, hätte ich nicht. Ich musste ihn so holen. Okay, neue Karte. Wird schwierig für mich. Die habe ich bis jetzt erst einmal gespielt. Mal sehen, ob wir uns da zurechtfinden. Wir kriegen das schon hin hier. Wir kriegen das schon hin. So. Wie viel haben wir? 93 Leute. Wollen die neue Karte nicht so viele spielen? Welchen Droppunkt werden wir denn natürlich jetzt wählen? Das ist schwierig. Da weiß ich noch nicht, was da so die kritischen Punkte sind. Auf geht's. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Das ist das, was ich meine. Wo wollen wir runter? Von wo kommen wir denn überhaupt jetzt? Das ist ein dicken, fetten Canyon von da. Wo wollen wir runtergehen? Hm.
Los Leones. Schaffen wir das? Ist auf jeden Fall machbar. Ich glaube, von da haben wir eine ganz gute Ausgangslage. So, hier so rausspringen und dann nach da fliegen. Schaffen wir das von der Distanz? Müsste machbar sein. Kriegen wir hin. Ich glaube, da werde ich so viel hinfliegen. Da können wir uns erstmal ein bisschen zurechtfinden. Schauen wir mal, ob wir das schaffen. Das kriegen wir hin. Bis dahin. Klar. Wer, wenn nicht wir? Das fliegt da oben. Wollen da noch mehr hin? Sieht man natürlich jetzt nicht unbedingt. Aber sieht ganz gut aus für uns. So, die Lagerhallen sehen noch da ganz gut aus, oder? Die da hinten. Werden wir natürlich nicht ganz schaffen. Aber wir kommen ansatzweise ran. Okay. 1, 2. 2,5. Da unten ist schon einer. Gut, der kommt auch ein bisschen zu spät. Der kommt zu spät. Hier ist es 1, 2 werden in der Stadt sein. Okay. 2 werden da sein vor mir. Wo geht er runter? Er geht auch hier runter? Ja. Okay, dann gehe ich 1 weiter. Hoffe, dass ich vielleicht vor ihm da bin und den besseren Loot bekomme. Wobei ich noch nicht weiß, wo man hier was lootet. Weil ich sehe schon mal gar nichts. Nichts, niente, gar nichts. Das ist natürlich ärgerlich, wenn ihr jetzt eine Distanzwaffe findet. Und rauskommt. Kann man ja im Nachhinein welche gleich sehen. Ob das eine gute Entscheidung war, hier hinzurennen. Der andere müsste da irgendwo gelandet sein. So, auf geht's. Mal sehen, ob wir was finden, wie die Häuser hier aussehen. Wir haben schon mal einen Rucksack. Wir finden hier eine Kaliber ohne S12. Das ist gar nicht so schlecht. Für den Anfang nicht so schlecht. Thompson ist da. Nehmen wir mal mit. Nicht mit. War da gerade ein Step? Ich dachte, ich hätte gerade einen Step gehört. Mich fair hört, okay. Energy Drink. Die Energy Drinks sehen ein bisschen anders hier aus, oder? Kann das sein? Wie orientiert man sich hier am besten? Ja, hier sind so viele Türen. Ich glaube, die gehen alle nach draußen, wa? Gehen wir mal nach oben. Ein Medipack. Ding. Weiß nicht, ob das sein muss, aber wir nehmen sie mal mit. Ich glaube, die werde ich sowieso nicht benutzen. Polizeiweste. Ist da. Nehmen wir mal vorsichtshalber mit. Gucken wir mal kurz, wie leckt das hier jetzt aktuell? Nö, es leckt nicht, wa? Stream sieht ganz gut aus. Wo war ich schon? Hier waren wir schon. Hier ist nicht so viel zu holen. Ne? Noch eine Etage höher. Haben wir ja schon. Brauchen wir nicht. Wir haben die S12K. Finde ich besser. 762556 nehmen wir immer mit. Vorerst. Uzi brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. AK nehmen wir gern mit. Kann die hier wieder weg. Bis hier. Das sind echt viele Räume. Das ist gar nicht so schlecht hier. Drin. Auch eine Scar sind natürlich perfekt. Ich mag sie. Ist für mich nach M4 die angenehmste Waffe für mich. Was sind das? Schnellwechselmagazin brauchen wir auf der hier. Weil wir werden mit der spielen als Kurzwaffe. Als Nahkampfwaffe. Mit der AK dann auf Distanz. Passen, dass ich die Orientierung hier nicht verlieren in so einem Haus. Waren wir hier schon? Ja, geht schon los. Waren wir hier schon? Nee. Doch, war der Anfang. Geht's noch nicht? Wie hoch ist denn das scheiß Haus hier? Geht's immer oben?
ohne Visier oben. Können wir uns vielleicht einen snacken, obwohl Kimmelkorn ist gar nicht meins. Auf dem Jahrmarkt, Rummelbude, alles möglich, Kimmelkorn. Aber hier im Spiel treffe ich damit nichts. Okay, hier scheint nichts mehr zu sein. Können wir nicht irgendwo runterspringen? Sieht nicht danach aus. Dann laufen wir. Dann laufen wir. Dann laufen wir. Wir gehen in die Richtung. Hier sind wir hergekommen, genau. Von da sind wir gekommen. Gehen wir da weiter. Sehen erstmal niemanden hier. Was sagt der Kreis? Voll drinne? Ideal. Ist mir alles zu laut da draußen, ne? Das ist schon mal ganz gut. Holo. Ist das hier? Hier gibt es einfach mal 100 Türen. Keiner weiß ich, ob die nach draußen auf einmal führt, ich vor dem Gegner stehe. Ja, ist das für ein Birnenraum hier? Genau das meine ich. Gehen wir mal eins höher. Da wäre eine M16. Finde ich noch besser als AK, wa? Wir trennen uns von der AK. Und hoffen einfach mal auf einen guten Loot. Die brauchen wir eigentlich nicht mehr hier. Eigentlich schade zum Wegschmeißen, aber ja, brauchst du nicht. Ist noch eine AK. Stehen wir nicht auf irgendwas drauf? Ein Magazin? Ja, halt nicht. Viele Türen hier. Hoffentlich nicht ein Gegner übersehen gerade. Nö, bis jetzt nicht. Hier? Ja. Da geht's noch rein. Oh, schön. 556er brauchen wir jetzt tonnenweise, weil wir zwei Waffen mit demselben Munitionsstand haben. Beides 556. Brauchen wir nicht. Wir sind von da gekommen. Gehen wir mal weiter. Umso weiter, glaube ich, kommt zum Looten, umso besser. Ist natürlich ärgerlich, wenn jetzt einer um die Ecke kommt. Bupp, tot. Alles umsonst gelootet. Was. Das waren nur die Dielen. Hier sieht es ein bisschen wie gelootet aus. Gut, nee, Sandpack hat er wahrscheinlich nicht liegen lassen. Außer es ist eine Falle. Hm. Hier ist echt nichts. Was ist denn das für ein Haus hier? Arme Leute. Haben wir aber Magazin. Nehmen wir noch Schnellwechselmagazin auf den, genau. Eine Etage höher. Nichts da. Das schon wieder. Orientierung kurz. Und zwar in die Richtung müssen wir. Visier war noch ganz schön. Für die M16. Und zu wissen, wo der nächste Kreis kommt, wäre auch ganz schön. Auch tun wir mal so, als ob wir hier noch keiner gewesen ist in dem Haus. Schalldämpfer leider nur MP. Schade. Den nehmen wir mal mit. Liegt hier was auf dem Tisch? Nee. Hm. Nicht so berauschend der Loot hier, oder? Hier liegt noch ein bisschen was, aber trotzdem nicht so
Das ist ein Durchgang. Gleich weiter. Kurz sagen, hier bin ich. Geht bitte weg, hier bin ich. Aber sieht es aus, als ob hier gar keiner ist, ne? Oh, hier wird, glaube ich, auch. Hier ist, glaube ich, auch so eine gerne gesehene Dropzone. Aber er war halt relativ weit weg, ne? Vom Flieger. Deswegen wird hier noch nichts großartig los sein. Oh, schön. Vierfach. Perfekt. Jetzt noch ein Schalli. Ist alles gut. Da liegt noch. Nee, doch nicht. Den nehmen wir mit. Und zwar auf die. Und auf die andere hätte ich gerne ein Schalli. Oh, Helm, please. Ach, so wie so ein. Wie so ein Jahrmarkt hier, war wie so ein Dingsbums, sag schon. So ein Flohmarkt hier aufgebaut. Oh, nichts gefunden mehr hier. Links vorne Schüsse? Jetzt wäre er da. Okay. Da brauchen wir nichts mehr. Brauchen wir auch nichts mehr. Brauchen wir auch nicht. Kompensator nehmen wir mit, natürlich. Hätte trotzdem lieber einen Schalli. Manchmal, wenn ich leise bin, jetzt bin ich übel, dann höre ich gerade. Ich arbeite sehr gerne mit Gehör. Um die Gegner vielleicht vorher zu hören, vielleicht nur. Weil ich sehe meistens nicht so viel hier. Wenn einer auf die Distanz kommt. Sieht aus, als wäre hier schon jemand gewesen. Ich sage, wir gehen direkt. Krach, das wollte ich gar nicht. Ist aber immer noch sehr gut drin. Mal sehen, wie gleich die Zone kommt. Doch nur Pisse, ne? Ist der besser als der? Ich glaube schon, oder? Da. Ich glaube, der ist besser. Blendgranate brauchen wir nicht. Warum kann ich nichts mehr aufnehmen hier? Ist noch Platz. Aber Dingsbums habe ich gehört gerade. Motorrad. Oder Buggy. Was immer es war. Rucksack Stufe 3. Sehr schön. Einfach mal nichts. Wir können ja mal gucken, ob wir irgendwas sehen. Vierfach haben wir drin. Wir haben ja bei dem letzten Video im Vierfach schon verkackt. Vierfach mag ich nicht. Ich weiß nicht warum. Ich mag das Vierfach einfach nicht. Ich spiele lieber Zweifach. Aber man kann sich das ja nicht immer aussuchen. Hier war es das gewesen. Der Kreis ist immer noch nicht da. Die Richtung zu dem Haus, würde ich sagen. Hoffe, laufe hier nicht irgendjemand in die Arme. Ich würde gerne mal da runter gucken. Sehe aber nichts, nichts, was sich bewegt. Gehen wir hier rein, Billard spielen. Kann man noch nicht entscheiden, dass hier keiner war oder ob hier einer war. Die Türen sind zwar zu, aber hat ja nicht immer viel zu heißen. Ich mache sie auch gerne wieder zu. Zweierhelm haben wir. Dreierhelm ist wohl Rarität. Haben wir, glaube ich, noch gar nicht jetzt. Auch nicht in den letzten beiden Videos. Aber was nicht ist, könnte noch werden. Die nehmen wir mal mit. Haben wir hier Patronengurt, alles Müll. Holo. Ist das Gasmaske? Hm. Super. Gibt es auch nicht so viel mehr. Eine Etage hoch. Jetzt gibt es den Kreis. Fällt immer noch super für uns.
Muss aber noch nicht der Vorteil sein, weil von Anfangs ist es gar nicht so schlecht, wenn man sich am äußeren Rand des Kreises aufhält, finde ich. Nicht gleich mittendrin zu sein, wir schmeißen hier mal was weg, weil so viel brauchen wir davon eh nicht. Lassen wir es gleich hier liegen. Ich glaube, auf 762 werden wir jetzt nicht mehr wechseln. Kurzer Horch halt. Nichts da. Geht's nur eins hoch? Ja, hier ist noch eine Tür. Aber es gibt ja echt nur Pisse, ne? Wir haben nichts gefunden, bis jetzt gar nichts. Was ist das für ein Loot hier? War das eine Bratpfanne? Nee. Essensreste. Jetzt sind wir bestimmt ganz oben hier, wa? Oh, das ist gut, da liegt immer was. So, sehen wir irgendjemanden? Machen die mal nach innen auf. Liegt noch ein Schmerzmittel, werde ich sicherlich nicht liegen lassen. Aber hier scheint es absolut tote Zone zu sein, wa? Wo wir hier richtig losgehen. Also da müssen wir wahrscheinlich gleich in die Richtung, müssen wir gleich hin. Nichts zu sehen. Von der Seite werden sie wahrscheinlich auch nicht kommen. Was ja sehr, 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 sehr weit von der Dropzone entfernt ist. Wahrscheinlich, wenn da ein Auto hingefahren. Und der wird wahrscheinlich auch mit dem Auto dann weiterfahren. Also wenn dann in die Richtung. Aber hier ist nichts zu sehen. Und ich glaube, wenn ich jetzt schieße und hier ist einer in der Nähe, bin ich auch direkt tot. Weil ich hier keinen erwarte. Wir sind jetzt auf die Dropzone angewiesen. Nicht auf die Dropzone, auf den Kreis angewiesen. Wie geht's jetzt weiter mit der Zone? Da kommt ein Drop angeflogen. Von da. Aber noch nichts zu sehen. Da kommt er. Ist nice, oder? Wie hoch wir sind? Können wir fast direkt auffangen. Snipern oder gehen wir uns holen? Wir versuchen zu holen. Oh, Kacke. Oh, Kacke, würde ich mal sagen, oder? Das war so nicht gewollt. Ist auch nicht gut gerade, weil jetzt kommen wir zu spät zum Drop. Ich sage, nutzen wir die Zeit zum Gucken und Horchen. Ich wusste nicht, dass es hier so steil runtergeht. Das ist halt, wenn man null Kenntnis hat von der Karte hier, ne? Wo war jetzt der Drop? Mist. Ich glaube, da hinten irgendwo. Stoß hat, da ist er. Stoß hat mich so irritiert. Ich hoffe, da war jetzt keiner und wartet irgendwo. Jetzt haben wir drauf, Holo, okay. Wir laufen einen kleinen Bogen. Zumindest ein bisschen vom Gebiet abzudecken. Ich sehe jetzt hier keinen. Sieht eh jemand, ich sehe keinen. Ich glaube, ich bin der Erste am Drop hier, oder? Hallo? Jetzt. Achtfach nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Großer kann ich nicht. Aber den Anzug nehmen wir mit. Kann ich null. Gebe ich zu. Okay, weg. Weiß nicht, kommt jetzt hier noch einer zum Drop? Wie geht's in die Zone weiter? Nach da. Oh. Der Anzug habe ich das erste Mal in diesem Spiel. Ich möchte eigentlich hier nichts quer. Wir machen das mal eiskalt. So. Musste ich machen. Ich hoffe, mich hat jetzt keiner gesehen hier. Aber sieht ganz gut aus. Mal gucken, ob er noch Energy-Drink-mäßig was hat.
war natürlich gemein, ne? Ich habe ihn gesehen, er hat mich nicht gesehen vorher. War halt ein bisschen glücklich von mir. Oder unglücklich von ihm, wie auch immer. Schmerzmittel nehmen wir mit, vierfach nehmen wir nicht mit. Rest brauchen wir eigentlich nicht. Splitter nehmen wir. Da ist doch der Helm Level 3, ne? Gerade noch drüber gesprochen, dass wir den nicht kriegen, die Bratpfanne. Und jetzt sind wir eigentlich voll equipped, oder? Ein AWP wäre noch ganz lustig. Sonst brauchen wir eigentlich nichts mehr. Ich würde sagen, wir gehen an diese Kante ungefähr, um direkt vom Kreisrand zu agieren. Da kommt schon die Zone. Okay, da müssen wir doch den kürzeren Weg nehmen. Wir wollen nicht unnötig viel Energie verlieren. Ich sehe erstmal keinen. Ich sehe erstmal niemanden. Dieser Berg ist eigentlich ganz gut für uns. Wenn wir da gleich rüberkommen. Wir nehmen dann, wenn wir da sind, erstmal Energy. So, wir sind da. Wir nehmen jetzt erstmal schnell Energy und dann geht es weiter. Was ist noch besser, nehmen wir der 5. Von der Richtung noch einer kommen? Ich glaube nicht, oder? Wenn, dann ist er ja nur HP jetzt. Ich sehe erstmal niemanden. Ich würde sagen, wir gehen hier rüber. Oh, fuck. Der geht ja richtig anders. Wir gehen in die Richtung rüber. Ich habe immer noch ein bisschen Schiss, dass da noch einer von hinten kommt. Voll geboostet. Der überlebt das noch. So, jetzt geht's vorsichtig hier. Sehe erstmal nichts. Ist die Frage, wollen wir noch ein paar killen oder wollen wir in die Top 5 kommen? Beides war. Sieht relativ ruhig aus hier. Habe ich für die alle, sind sie schon alle in der Zone drin? Leben immerhin noch 17 Leute, ne? Okay, da oben in der Kirche kämpft einer, das heißt, wir gehen ein bisschen nach rechts. Nee, da irgendwo, ne? Nein. Wo kommt der Schuss her? Von da, wa? Ich sehe ihn nicht. Ich würde sagen, es kam von da. Wir müssen aber darüber, wa? Es muss von da kommen, klar, anders geht nicht. Gehen wir nochmal in Energy. Ich sehe ihn nicht. Ich muss aber hier rüber. Sehe ich ihn nicht schießen? Der sitzt hier oben auf dem Berg. Oh, jetzt hat er mich voll getroffen. Wo denn? Da oder was? Nee. Ich glaube, er hat es gerade auf sich aufmerksam gemacht. Da läuft der andere. Ich würde gerne noch unsichtbar bleiben. Für ihn. Laufen mal. Oh nein, jetzt sieht er mich, oder? Nicht laufen. Sollst du auf jeden Fall in den Kreis reinschaffen. Bis zu dem Trecker zumindest. Der sollte eigentlich drin sein, oder? Schießt sich gegenseitig? Nee, er schießt auf mich, wa? Der Trecker ist nicht drin, das ist schade. Ich muss laufen, jetzt bleibt mir alles übrig. Ich muss hier raus. Und die leben ja noch beide. Da oben im Fenster. Ich habe eine richtig beschissene Position gerade.
Jetzt ist Skill gefragt. Habe ich nicht. Check. Hier geflogen. Aber wir können eigentlich hier noch lang balancieren, ne? Wir brauchen ja nur ein Stück hoch jetzt. Die Position ist nicht so schlecht jetzt, ne? Die wir jetzt haben. Da darf nur keiner von der Seite kommen. Von hinten dürfte eigentlich keiner mehr kommen. Da war ja einer. Außer die haben sich gegenseitig getötet. Ich würde gerne noch ein bisschen warten. Da ist einer. Vierfach Scope for the win. Ich kann das nicht mit dem Vierfach. Dahin sollten jetzt auch langsam in die Richtung gehen. Wir sind ja mit dem Haus schon safe, ne? Da ist einer, aber der ist ein Vorteil, wenn wir jetzt schießen. Das kam von da irgendwo. Ich wusste nicht, dass auf einmal so nah vor mir stehen wird. Kommt da noch einer aus dem Haus? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, von da kommt keiner mehr, aber von da könnte natürlich einer kommen. Ich glaube, ich stehe voll drin, ne? Wo haben die sich jetzt versteckt? Ich mach das mal so, weil ich glaube, von hier wird einer kommen. Relativ sicher. Da oben wird einer sein. Von hier unten wird garantiert auch einer kommen. Da ist der eine. Der ist auf jeden Fall erstmal vorsichtiger, aber der weiß jetzt natürlich, wo wir sind. Komm, wenigstens ein Hit. Okay, einer ist da oben, einer ist da unten. Kriegen sie sind zwei, also da. Da war er. Ich treffe mit dem Ding nicht. Also einer da, einer da. Ich würde sagen, wir gehen den Bogen jetzt so lang. Und gehen eher auf den da. Der müsste ja da irgendwo sein, ne? Der noch ein Schmerzmittel, das nehmen wir. Von da oder was? Der sieht mich. Achso, der ist im Haus, wa? Ne, dann bleibe ich hier. Zu viel Risiko ist auch nicht gut. Schmerzmittel, was soll man sonst damit? Komm schon. Der steht da am Baum. Das wäre mir natürlich lieber. Die würden sich bekriegen. Ich warte mal. Ich mache mich jetzt da nicht aufmerksam. Aber ich weiß nicht genau, wo er steht hier. Ach, da oben, wa? Hab ich das gerade richtig gesehen? Okay, jetzt weiß ich, wo beide sind. Jetzt bin ich nicht ganz der Dumme hier. Und er steht, glaube ich, immer noch da am Baum, oder? Oder ist er weitergegangen? Ne, er steht immer noch da. Eins gegen zwei hier. Jetzt ist. Wer hat jetzt überlebt von den beiden? Ist die Frage. Der oder der? Ich muss mir eigentlich einen Vorteil verschaffen. Wenn ich die Position wechsle, damit er nicht mehr weiß, wo ich bin. Das war ein Nachteil. Das war echt. Das war ein Riesennachteil. Es ist Platz 2. Ich dachte, ich verschaffe mir den Vorteil. Ich verschaffe ihn mir nicht.
Und somit, wir gucken uns natürlich die Deathcam an, bleibt es ein Platz 2. Ein ganz guter Platz 2. Deathcam. Okay, das war der. Welcher war das? Das war der von der Seite, okay, da wo ich hin wollte. War das echt so ein Time-Lag von mir? Von ihm? Von so ein Time-Pech? Ja, war's. War's wirklich. Okay, GG. War der Vorteil für ihn. GG. Beim nächsten Mal wird's ein schicken Dinner. Erneut. Bis zum nächsten Mal.